Yasemin Arpacı, extra angereist aus Ulm für uns. Vielen lieben Dank dafür. Yasemin Arpacı, namentlich kennen wir dich jetzt. Könntest du vielleicht etwas über dich selber erzählen? Ja, ich bin sechste Tochter einer großen Gastarbeiterfamilie aus Ulm sozusagen. Ich bin 47 Jahre alt, muss gerade mit überlegen, weil der Geburtstag noch nicht so lange ist und ich Tendenz habe, das dann immer auszuklammern und nicht mehr mitzurechnen. Ich bin alleinerziehende Mutter, mein Sohn wird bald 12 Jahre alt, genau. Und ich komme eigentlich beruflich aus der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft, habe aber mein ganzes Leben schon als Quereinsteigerin in der Automobilindustrie gearbeitet. Genau. Da haben wir uns auch kennengelernt und haben tolle Sachen miteinander gemacht. Diese tollen Sachen betreibst du weiterhin. Du bist unter anderem auch Teil des Projektes Internationale Frauen in Gremien, also eine Potenzialträgerin für weiterführende Führungsaufgaben im erweiterten Führungskreis der Ebene 1 und 2. Das interessiert uns natürlich. Ja, das ist auch eine interessante Sache. Ja, genau, wir haben uns da kennengelernt. Und das ist ein Projekt, was versucht, eben einem gesellschaftlichen Trend entgegenzuwirken. Und zwar, dass Führungskräftejobs eigentlich immer wieder durch männliche Potenzialträger nachbesetzt werden und wir Frauen da gar nicht zum Zuge kommen. Und dieses Projekt versucht eben diesen Trend zu stoppen, indem es eben versucht, Potenzialträgerinnen, Frauen in Positionen zu besetzen, wo sie absolut auch genauso sehr die fachliche Eignung für haben. Genau. Und so kam ich zu dem Projekt. Und das unter anderem von Professor Burkhard Reich und Professor Theobald am Steinbeis-Institut in Pforzheim geleitet wird. Auch mit den beiden haben wir ja ein Gespräch geführt. Richtig. Ich hoffe, dieses Gespräch hat dir auch schon gefallen. Ich habe es schon angeguckt, ich habe es reingeguckt und es war ein bisschen kurzfristig. Also ich werde noch alles intensiver nachschauen, aber so dieser erste Einblick hat mich auch wieder sehr beeindruckt und ich dachte, wie wichtig es ist, diese ganze Arbeit, die beide da an der Stelle leisten, auch für uns, für unsere Gesellschaft. Ja. Du bist ein leuchtendes Vorbild, nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund, sondern vor allem auch als Frau. Als alleinerziehende Mutter leistest du Großartiges, beruflich wie privat. Du bist stark engagiert, hast ganz, ganz viele Betätigungsfelder, die mag ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Erzähl uns etwas über dein Leben. Wie managst du deine Zeit? Ja, wie manage ich meine Zeit? Es ist so, am Anfang, wo das Kind kleiner war, waren die Herausforderungen viel größer. Und es waren auch Herausforderungen, mit denen ich jetzt so nicht gerechnet habe, muss man ganz klar sagen. Ich war natürlich angewiesen auf Fremdbetreuung, Fremdbetreuungsplätze, Kindergartenplätze, Kitaplätze. Mir war zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass es da einen Engpass geben könnte, Engpass geben würde. Und umso erstaunter war ich, dass da strukturell so eine große Lücke vorhanden ist. Und ich habe versucht, mit allen möglichen Mitteln, ja, sozusagen dem entgegenzuwirken. Ich hatte auch eine Kinderfrau zeitweise, weil es eben keinen Kita-Platz gegeben hat und ich doch zurück in den Beruf wollte. Das waren sozusagen große Hürden, die ich aber durch eine große Flexibilität sozusagen versucht habe, wettzumachen, indem ich gesagt habe, okay, welche Alternativmöglichkeiten habe ich außerhalb dessen, was der Staat uns anbietet. Ich muss jetzt selber sozusagen dafür sorgen, selbstständig aktiv werden und dafür sorgen, dass ich das Ganze sozusagen hinbekomme. Je älter das Kind wurde, desto besser ist es ja. Also mittlerweile ist mein Sohn fast 12, insofern bin ich auf diese Fremdbetreuung in dem Sinne nicht mehr so angewiesen. Ich kenne es aber von mir anders. Ich selber bin ja in einer kinderreichen Familie groß geworden und zu meiner Zeit haben Kinder das Kollektiv großgezogen. Es gibt ja immer dieses afrikanische Sprichwort, wo es heißt, um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Ja?
Und unsere Gesellschaft mit diesem Wandel zum mehr Individualismus und zum Kleinteiligen, zur Kleinfamilie und nicht mehr so dieses große Kollektiv, da ist schon der Trend da, dass jeder für sich selber so sorgen muss. Und so wie ich getragen wurde von der Gesellschaft in meiner Kindheit, dieses Ganze, sage ich jetzt mal, konnte ich meinem Kind jetzt nicht bieten. Also zu meiner Zeit war es so, dass wir eine, in Anführungszeichen, eine deutsche Leihoma hatten. Unsere Nachbarin wurde sozusagen unsere Oma, weil uns die eigene Oma eben in der Türkei war. Dann die linksalternativen Studenten, die im dritten Stock gewohnt haben, die haben mir bei den Hausaufgaben geholfen. Die Frau, die gegenüber war, die hat in anderen Sachen geholfen. Also ich bin erzogen worden, die ersten, ja, die prägenden Jahre meines Lebens, auf jeden Fall von einem großen Teil der Gesellschaft. Und das habe ich selber so nicht mehr wiedergefunden. Und dann habe ich nachvollziehen können, warum viele dieses Modell teilweise leben, dass sie vielleicht eben im selben Haus wohnen wie die eigenen Eltern oder die Schwiegereltern, wenn sie die Möglichkeit haben. Und das nicht so ist wie bei uns, dass die Großeltern eben in der Türkei sind. Ich habe verstanden, warum das notwendig ist, weil alles alleine, das ist fast nicht möglich. Man muss sich viel Fremdbetreuung, wie gesagt, einkaufen und das ist nicht zu ersetzen mit dem, was die Gesellschaft da beitragen kann dazu. Wie habe ich es noch geschafft? Ja, ich hatte natürlich auch Arbeitgeber, die da immer mitgegangen sind und die da immer auch ein großes Verständnis dafür hatten, dass ich eben da eine große Priorität habe. Ich habe mein Auto immer so nah wie möglich am Arbeitsplatz parken wollen, damit, falls mal was passiert, ich schnell bereit bin, irgendwo hinzufahren und meinen Sohn irgendwo abzuholen. Und das war immer sehr ein großer Fokus darauf. Und mittlerweile, wie gesagt, ist er schon in einem Alter, wo er sich gut... Er ist sehr selbstständig geworden dadurch, muss man auch sagen. Das wurde schon immer gelobt an ihm und auch an meiner Erziehung. Also es ist nicht nur ein Nachteil, es schafft auch Freiräume für irgendwas, was ich entfalten kann dadurch. Ja, also ich bin bestimmt keine Glucke als Mutter. Ich habe viele Möglichkeiten geschafft für meinen Sohn da an der Stelle. Lessons learned als Managerin in einem Unternehmen sitzt du natürlich auch an dem einen oder anderen Personalhebel. Wäre ja jetzt denkbar, dass man zumindest vielleicht entsprechende Parkplätze für Mütter, die im Unternehmen beschäftigt sind, in der Nähe der Eingangstore vielleicht einrichtet. Das wäre doch schon mal eine Idee. Du hast es am eigenen Leib miterlebt, wie schwierig dieser Spagat zwischen Beruf und Familie sein kann. Bist aber jetzt selber in der Lage, entsprechende Entscheidungen als Managerin zu treffen. By the way, wie wird man Managerin? Also bei mir war es immer, aber alles, egal was ich gemacht habe in meinem Leben, ein Quereinstieg. Also ich habe mir damals, als ich bei Daimler angefangen habe, und dann den Quereinstieg geschafft habe mit meinem Philologiestudium, wie gesagt, da einzusteigen. Ich habe mir alles andere im Kopf gehabt, außer eben da in irgendeiner Führungsfunktion zu sein. Das war jetzt in dem Sinne nicht mein Ziel. Das war das Natürliche aus dem heraus, was sich entwickelt hat, weil ich das, was ich gemacht habe, mit viel Freude gemacht habe und mit viel Spaß gemacht habe. Also es ging darum, dass ich im Ersatzteilvertrieb, im Kundendienst gearbeitet habe und gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass wir hier nur den Fokus vielleicht auf Deutschland haben. Wir müssen aus uns hinauswachsen, hinausgehen in die Welt. Wir müssen uns Europa stellen, wir müssen uns der Welt stellen, wir müssen internationaler werden. Wir müssen unsere Kundenansprachen globaler ausrichten, ja, wir müssen viel globaler werden. Das war mir ein großes Bedürfnis aus meinem eigenen, sage ich jetzt mal, aus meiner eigenen Sozialisation heraus. Und diesen Blickpunkt habe ich mit reingebracht und der stieß auf Gehör, muss ich sagen. Und dadurch, dass er auf Gehör gestoßen ist und ich dazu beigetragen habe, Türen zu öffnen, Brücken zu schlagen, zu Händlern, die weiß Gott wo in der Welt überall waren, und ich da so Spaß daran hatte, an der Begegnung mit Menschen primär
und auch die Sprache für mich in der in keinster Form ein Hemmnis war. Ich ja schon immer sprachlich sehr versiert war. Also ich habe ja Anglistik und Romanistik, Englisch, Französisch und Italienisch studiert, komme aus einem binationalen, bilingualen Elternhaus. Ich wurde deutsch und türkisch erzogen. War das einfach natürlich ein Asset, was ich ins Unternehmen mit reingebracht habe und dadurch auch, wie gesagt, die Geschäftsfelder noch weiter eröffnen konnte. Und das hat dazu beigetragen, dass wir Dinge, die wir vorher noch nie gemacht haben, gemacht haben. Ich habe darum gebeten, eine Veranstaltung nicht in Deutschland zu machen, sondern dass wir eine Veranstaltung in Istanbul machen. Dann haben wir eine große Konferenz dort gemacht. Da sind sie aus aller Frauen- und Herrenländer angereist. Und vieles von dem, was ich gemacht habe, habe ich mit so viel Leidenschaft gemacht, dass es ja nicht ungesehen blieb, so dass ich mich da weiterqualifizieren konnte und man gesagt hat, ja, wir brauchen Menschen mit so einer eigenen globalen Einstellung zur Welt, Weltenbürgerinnen. Und so kam es dazu, dass ich eben in so einem internationalen Managementprogramm bei Daimler gelandet bin und nach dieser Ausbildung eben Führungskraft wurde für auch ein internationales Produkt, sage ich jetzt mal. Höre ich da jetzt richtig heraus? Studiere bzw. Bilde dich in einem Bereich, der dir Spaß macht, arbeite mit großem Enthusiasmus, viel Freude an Beruf und versuche immer weltoffen zu bleiben. Das habe ich jetzt richtig rausgehört. Das hast du absolut richtig rausgehört. Woher kommt das denn bei dir? Ich weiß jetzt, dein Vater hat ein tolles Erbe hinterlassen, bevor er diese Welt verlassen musste. Mhm. Können wir uns an seinem Erbe erlesen, was er da dazu beigetragen hat in deiner Erziehung? Mhm. Also mein Vater hat 6 Töchter. Und er ist zuerst von der Schwarzmeerregion nach Istanbul gegangen. Der Grund war Bildung. Er hat die Grundschule, glaube ich, nach der 2. verlassen müssen. Natürlich kommt er aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Sowohl Bildungsarmut als auch finanzielle Armut war vorhanden. Und er wollte sich immer, er hat einen unglaublichen Drang gehabt und einen unglaublichen Hunger nach Bildung. Dieser Hunger war sein Leben lang nicht gestillt. Dieses eine Leben hat nicht dafür gereicht, seinen Bildungshunger zu stillen. Das hat uns als Kinder sehr geprägt. Also er ist sozusagen von der Schwarzmeerregion nach Istanbul in die Großstadt gegangen. Von der Großstadt später hat er sich anwerben lassen und ist nach Deutschland gekommen. Ursprünglich mal mit der Idee, Schauspieler zu werden. Ja? Weil er, als er in Istanbul war und in seinem Umfeld ganz viele Menschen waren, die tatsächlich auch beruflich dann Schauspieler geworden sind. Ihm hat immer diese große Bühne, diese cineastische Welt hat ihn sehr fasziniert und diese Schwarz-Weiß-Bilder und so. Er war ein großer Fan davon und da hat er auch so ein bisschen was für sich so ein Hobby, so eine Art Hobby entdeckt. Und wie gesagt, er kam dann 1963 nach Deutschland. Er hatte aber in der Türkei schon in Istanbul Buchbinder gelernt. Und er wurde dann sozusagen nicht als unqualifiziert, sondern als qualifizierte Fachkraft dann angeworben und kam dann nach Deutschland. Und natürlich war seine Devise für uns Kinder immer, dass das, was er sozusagen nicht zur Verfügung hatte, diese Zugang zur Bildung und Teilhabe, dass wir das auf jeden Fall bekommen. Alles, was im Thema Bildung im Vordergrund stand, das sollten wir alles machen dürfen. Also wenn ich gesagt hätte, die Schule möchte, dass ich jetzt 6 Monate nach Hawaii fliege, dann hätte er auch das sofort unterschrieben, sage ich jetzt mal, auch wenn er uns jetzt vermisst hätte. Bildung, Bildung, Bildung. Es war sein großes Lebensmotto und auch seine große Lebenssehnsucht. Ja? Und er hat von der ältesten Schwester von mir bis zu mir jüngsten alles dafür getan, dass uns diese Bildung erreicht. Es war ihm wahnsinnig wichtig, dass wir studieren. Es war die Zeit, wo er auch sozialisiert wurde, wo dieses Versprechen galt, Aufstieg durch Bildung.
Ja, ich würde, wenn ich nachher nochmal den Schlag zu heute mache, nicht unbedingt sagen, dass nur diese akademische Bildung oder der Universität sozusagen zum Erfolg führen muss oder auch zu einem guten Job oder zu einem gesunden, glücklichen Leben. Aber damaliges Versprechen war unbedingt eine gute akademische Ausbildung, das ermöglicht dir, ein gutes Leben zu haben. Mit dieser Philosophie ist er, hat er uns erzogen und ja, hat die Welt bereist, später auch. Er hat selber 2 Bücher geschrieben, muss man sich mal vorstellen. Jemand, der selber in der Grundschule aus der 2. Klasse abgegangen ist, hat selber 2 Bücher geschrieben. Die haben wir im kleinsten, im engsten Kreis, also für uns veröffentlicht. Die haben wir jetzt nicht an Verlage geschickt und so. Es war ihm aber wichtig, dass er seine Lebensgeschichte erzählen kann. Er hat ein so wahnsinnig vielfältiges Leben gehabt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was er da, und er war ja sinnbildlich für diejenigen, die eben in den 60er Jahren gekommen sind und ist Zeitzeuge gewesen. Und er steht nicht alleine da, er ist Vertreter von vielen anderen, die eben durch dieses Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei eben nach Deutschland migriert sind, diese Arbeitsmigration. Und wie gesagt, er steht da nicht alleine. Er hat zusammen mit meiner Mutter so viel gearbeitet. 2 meiner Schwester haben zeitweise behauptet, dass sie nicht in Deutschland studieren möchten, sondern in der Türkei, dass er ihnen auch das Internat mitfinanziert hat. Also wie gesagt, es waren für ihn keine Wege zu schwierig oder keine Hürden zu groß, um diese Bildung uns zukommen zu lassen. Konträr zu dem, was oft dieses Narrativ ist in Deutschland, ne? Dass es ja immer wieder heißt, Mädchen bekommen keine Bildung, die werden von Bildung ferngehalten, da ist die Denke da. Also ich kann aus meinem Mikrokosmos das nicht bestätigen. Ich kann nur sagen, aus meinem Mikrokosmos war das Gegenteil der Fall. Und meine 2 Schwestern sind im Internat gewesen, 2 Jahre, aber das hat dann trotzdem nicht funktioniert. Sie sind alle irgendwo gut untergekommen, viele selbstständig, Entrepreneurship. Ich bin aber trotzdem die Einzige jetzt aus der Familie, die Jüngste und die letzte Hoffnung gewesen. Und ich bin die Einzige, die dann tatsächlich an der Universität studiert hat. Und ich weiß auch, dass es nicht nur damit, dass es auch damit zu tun hat, dass 5 meiner Schwestern vorher schon viel geleistet haben und der Beitrag sozusagen sich dann erst bei mir gerechnet hat. Erst durch die Erfahrungen, die sie an der Schule gemacht haben, in der Gesellschaft gemacht haben, haben dazu beigetragen, dass ich das dann tatsächlich dann auch beenden konnte. Es war nicht einfach. Es war wirklich nicht einfach, aber wir haben es geschafft. Liebe Yasemin, wir haben in der Vergangenheit sehr viele erfolgreiche Projekte miteinander durchgezogen. Es hat immer sehr großen Spaß gemacht. Es hat mir eine ganz, ganz große Freude bereitet, mit dir gemeinsam Dinge zu verwirklichen. Deinem Vater gilt unser aufrichtiger Dank, Gott habe ihn selig, mit seinem allerbesten Erbe, das er uns hinterlassen konnte, durften wir dieses Gespräch führen. Dafür herzlichen Dank für deine Teilnahme, für deine Bereitschaft, diese wirklich sehr intime Geschichte auch uns zu erzählen und einfach an unserem Projekt dabei zu sein. Vielen lieben Dank. Ich danke euch. Vielen Dank.